steht der Gewinner des Spezialpreises der Jury. Hallo. Hallo. Ihr wisst, wer es ist, zumindest denke ich mal. Es ist, stell dich einfach mal selber vor. Ich bin Dorfuchs, so werden nicht die meisten kennen, aber ich heiße Johann Beurich. Genau, und er hat gewonnen mit einem Video über Mitternachtsformel, der ABC-Formel. Minus B plus minus die Wurzel aus B Quadrat minus 4AC gibt täglich 2A. Minus B plus minus die Wurzel aus B Quadrat minus 4AC gibt täglich 2A. Minus B plus minus die... Es war ja nicht so ganz klar, wer hier gewinnt. Und hast du eigentlich was geahnt? Also hast du was geahnt, dass wir hier den Preis an dich verleihen wollen? Im Prinzip ja. Ich habe meinen Freunden erzählt, so die ganze Situation geschildert. Ich habe mich eingereicht. In meiner Kategorie bin ich nicht unter den Finalisten, aber ich fahre dorthin trotzdem, weil die mich irgendwie eingeladen haben, soll noch geheim bleiben und es gibt noch einen extra Preis. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habe ich eher gehofft als das erwartet. Machst du das ganz alleine? Ja, also alleine bin ich ja schon mal nur im Video zu sehen. Und ich habe natürlich Freunde, die mir dabei helfen, gerade wenn es dann mal um die Kameraarbeit geht. Das kann ich nicht immer alleine machen, weil ich ja schon vor der Kamera stehe. Aber was dann, also die Lieder schreibe ich selber, die Musik produziere ich selber, die Videos schneide ich selber. Jetzt speziell für das Video, wo du heute für gekürt wurdest, die Mitternachtsformel. Erinnerst du dich daran, gab es da... einen bestimmten Knackpunkt, eine bestimmte Herausforderung, wo du dachtest, oh, wie mache ich denn das? Oder ging das alles in einem Schwupps, Flutsch runter? Das war eigentlich so ein relativ routinierter Mathe-Song schon. Also es war ja schon der 16. oder so, den ich gemacht hatte. Und das lief eigentlich schon so. Ich wusste vorher, was ich machen will und habe es noch gemacht. Mein erster Mathe-Song war zur PQ-Formel. Und die braucht man ja beide, die ABC-Formel und die PQ-Formel zum Lösen von quadratischen Gleichungen. Und ich hatte halt den PQ-Formel-Song, das war auch so der eingängigste bisher oder einer der größten halt. Und haben sich viele gesagt, wir haben aber die ABC-Formel in Österreich oder sonst wo. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann kannst du dazu nochmal, im Prinzip habe ich bloß den Song umgeschrieben von der PQ-Formel auf die ABC-Formel. Und die musikalische Neuerung war, dass ich da zum ersten Mal so einen Wobble-Bass im Hintergrund, so ein bisschen Dubstep reingebracht habe. Denn jetzt kann man auf der linken Seite einen Zaubertrick machen und diesen Term mithilfe der ersten binomischen Formel vereinfachen. Man arbeitet viel zu lange dran, dass man dann noch irgendwas irgendwie neutral sehen kann oder überhaupt noch irgendwelche Emotionen damit verbinden kann. Nee, faszinierend tut es mich immer noch, aber ich finde das Video im Gesamtpaket ganz cool. Worüber wird dein nächstes Video sein? Was bist du jetzt am Produzieren? Das ist eine sehr schwere Frage, weil derzeit habe ich habe immer so ein paar offene Ideen. Und fange dann eigentlich erst mit einer Idee an und mache die dann bis zu Ende. Aber bisher habe ich noch nicht mal angefangen, wieder was Neues zu machen. Beziehungsweise ich habe ein Video abgeschlossen, habe das aber bei einem anderen Wettbewerb eingereicht und darf das deswegen noch nicht veröffentlichen und so weiter. Ich bin immer am irgendwas produzieren, aber weiß selber nicht genau, was irgendwie rauskommt. Na, dann wünschen wir dir viel Spaß damit und damit tschüss von der Preisverleihung Fast Forward Science 2013. Bis bald.